Und es geht wieder los, Hashtag 10. Wir sind gerade in Wickensbach, wir haben Donnerstag. Ich habe gerade meine Englischprüfung geschrieben, ist sehr gut gelaufen. Jetzt geht es sofort nach Oschersleben. Ihr seht, hier schneit. Ich hoffe, wir brauchen keine Winterreifen in Oschersleben. Und let's go! Erstes Training ist vorbei, bin ganz zufrieden. War natürlich ein Vollchaos mit 42 Autos auf der Strecke, zweimal rote Flagge. War am Ende Platz 18, ist okay fürs erste Training, Platz 1 in der Rookie-Meisterschaft. Jetzt werde ich vom Daniel massiert, den stellen wir nachher mal noch vor, das ist unser Physio. Und so schaut es aus, viel Spaß. Also, jetzt zum Massieren, ich stelle euch mal den Daniel vor. Das ist Fahrerbereich hier der LKW. Das ist der Daniel, der Physio. Hi. Und jetzt massiert er mich mal. Tag 1 ist vorbei, zweites Training ist vorbei, bin nicht so zufrieden, war jetzt auf Platz 20. Morgen müssen wir auf jeden Fall noch eine Schippe zulegen. Können wir, müssen wir nur umsetzen und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir da vorne mitmischen können. Wichtig ist, dass ich in der Rookie-Wertung vorne bin und ja genau, da geht es dann morgen in der Früh mit dem Qualifying los. Um euch mal zu erklären, wie ein Dämpfer funktioniert, haben wir hier mal zwei, einmal mit einer Federpaarung. Man sieht, das obere, das nennt man Helper, die Federn, also die nützen den ersten Druck sozusagen ein bisschen zu verringern. Dann die Feder. Hier haben wir jetzt mal einen ausgebauten Dämpfer. Unten haben wir Blau, Bump, Rot, Rebound. Ganz einfach, Bump ist, wenn er einfedert, Rebound ist, wenn er ausfedert. Um euch das mal zu erklären, wir haben jetzt einen Bump auf ganz hart und einen Rebound auf ganz hart, also auf 10. Dann ist keine Chance, den hier einzudrücken. Keine Chance. Wenn ihr jetzt aber den Bump und Rebound hier auf Blau Bump auf ganz weich tue, also Bump ganz weich, Rebound ganz hart, sieht man, ich kann ihn eindrücken und er geht ganz langsam wieder raus. Wenn ihr jetzt einen Rebound auch noch auf ganz weich tue, dann sieht man einfach, ich kann leicht einfedern und er federt jetzt aber auch sehr schnell wieder aus. Das muss man als Fahrer wissen, man muss wissen, wann man einen Bump oder einen Rebound härter oder weicher macht. In dem Hintergrund, wenn jetzt viele Curbs kommen oder Bodenwellen, will man halt nicht, dass das Auto quasi das Rad das zu leicht schluckt oder zu hart schluckt. Und das ist eigentlich der Hintergrund von Bump und Rebound. Federrate muss man natürlich von Strecke zu Strecke anpassen. Aber ich denke, da sind wir jetzt das Wochenende sehr gut aussortiert. Jetzt müssen wir es morgen nur noch auf den Punkt bringen und dann hoffe ich mal, dass ich bei den Rookies ganz vorne dabei bin. Wir sehen uns morgen wieder und danke fürs Zuschauen. Spul- und Luftsensor. Echt? Der kann das pro Zylinder regeln. Mit einem Ionensteuergerät aus der Raumfahrttechnik. Aua! Komm, wo ist denn dein kleiner Knops? Soll ich das mal bei dir machen, hä? Ich Glück gehabt. Hier abonnierst du und hier schaust du noch ein Video. Das machst du aber fleißig, mein Freund.